Freunde, hier ist die Uniplayer 77 nochmal am Start. ich wollte nochmal ganz kurz alles nochmal zusammenfassen. Die erste Saisonhälfte. Jetzt ist ja Winterpause. Vom 1.1. bis 8.1. trainiert der HSV in Spanien. Ja, generell im Winter will der HSV noch einige Spieler kaufen. Allerdings steht kein Geld zur Verfügung. Nur wenn Kühne weiterhin Geld gibt, erst dann haben wir auch Geld zur Verfügung wieder, um neue Spieler zu kaufen. Ist nun mal so. Ein Interessent ist einer, der in Nürnberg spielt und sein Vertrag ausläuft. Er ist 20 Jahre alt, 1,82 groß, Mittelstürmer, U21 Nationalspieler ist er auch. Und ja, Cedric Teuchert heißt der. Von 2014 bis 2016 hatte er da 13 Spiele gemacht, dabei 5 Tore geschossen. Und ja, wir brauchen einfach im Sturm einen richtig guten Knipser. Und er ist interessiert. Ansonsten herzlich willkommen, Divya, die neue Tochter von Dennis Diekmeyer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten haben wir noch die Frage, ob Martinia weiterhin im Tor bleiben soll oder nicht. Doch, Julian Pollers pickt die Nummer 1 wird in der Rückrunde. Also Jens Todt meinte, wir machen viel zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren passieren. Ja, damit ist die Torwartfrage eröffnet. Nach HSV-Seite direkt gibt es auch schon die Umfrage. Ganz oben steht ganz klar Julian Pollersbeck. Auf Platz 2 Tom Mickel, hätte keiner gedacht. Und auf Platz 3 dann erst Christian Martinia. Also ich sehe das so, Pollersbeck kann sich im Trainingslager in Spanien jetzt gut beweisen. Allerdings glaube ich nicht, dass er Martinia herauswerfen kann als Nummer 1. Ja. Und ja, das. Achso, und Nikola Müller wird wohl doch nicht erst Anfang der Rückrunde anfangen wieder zu spielen, sondern erst ab März, April so. Dauert wohl leider doch noch länger bei ihm. Auch ein Grund, dass wir an dem Cedric Teuchert interessiert sind. Und bleibt alles abzuwarten, was passiert. Mehr weiß ich halt auch nicht. Wisst ihr ja. Und ja, genau. Ich wünsche euch jetzt nichtsdestotrotz noch schöne Weihnachtstage und macht's gut. Euer Jonas. Ciao.